Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Knights and Dragons German. Wieder mal mit dem großen Charakter, wie man am Level erkennen kann und auch an der Sprache. Ja, ich möchte hier nämlich auch ein paar Truhen öffnen, natürlich mit der Hoffnung, wieder eine tolle Rüstung zu bekommen. Aber ich glaube, mein Glück ist jetzt erstmal für die nächsten Monate wieder verbraucht. Macht aber nichts, was soll's, ja. Ja, ansonsten, was möchte ich euch zeigen? Wir haben jetzt Montag, morgen ist ja Feiertag, glücklicherweise. Und deswegen gab es keine Sonntagfolge, weil ich dachte, ich mache das dann heute Vormittag fertig und bringe das dann heute im Laufe des Tages online, weil ja auch die Folgen jetzt immer donnerstags kommen und überhaupt, dann passt das ein bisschen mehr von der Entzerrung her. Gut, den Alices hasserfüllten Hasen habe ich locker die 62 geschafft. Wie gesagt, wir haben Montagmorgen. Bin jetzt bei 66, bin in der Schadensrangliste trotzdem nicht allzu hoch, also nur auf 855, aber ich stehe dazu. Passt. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen hier im Jagdgebiet? Ja, meine Schatzkammer ist voll, danke. Jagdgebiet. Habe ich auch noch ein bisschen was, was ich wegjagen muss. Das mache ich demnächst mal. Ich will jetzt nicht schon gleich zu den Truhen. Was gibt es noch zu zeigen? Ja, doch, vielleicht. Halt, da wollte ich nicht hin. Ich wollte dahin. Ich habe hier meine Rüstung mal hochgepowert auf 10 von 10. Blöderweise habe ich im Nachhinein dann erst gedacht, beziehungsweise auch, wo ich dann die Dragonforged auf dem anderen Charakter hochgemacht habe. Ich hätte das ja mal offen lassen können und zeigen können. Also wenn man Level 99 erreicht hat und dann wieder auf Verbessern geht, also die Verbesserungsschiene hört dann erstmal auf, dann wieder auf Verbessern geht, kann man 1 bis 10 Steigerungen durchführen. Die kosten dann eine gewisse Anzahl an Silbermünzen. Dann kriegt man hier diese Erstschlagfähigkeit. In dem Fall bei der anderen Rüstung auf dem anderen Charakter ist es ja die Stuntfähigkeit, was auch ziemlich cool ist. Da kann man schon einiges mitmachen. Hier haben wir zum Beispiel auch meinen Feuerring. Der hätte diese Betäubungsfähigkeit. Problem bei der Sache ist aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habe ich da nicht. Der hier hat auch die Betäubungsfähigkeit, sehr gut. Da habe ich zweimal Feuerringe. Da könnte ich ja mal gucken, dass ich einen davon mal ein bisschen hoch mache. Was habe ich denn hier? Dampfschmuck? Ah, okay. War das nicht die Rüstung, die es letztens irgendwie für 14 Euro zu kaufen gab? Vielleicht hätte ich mir die holen sollen. Na egal. Ja, und lauter so Zeug. Und Amulette müsste ich jetzt auch mindestens mal ein Shadowforged. Nee, ich habe gar kein Shadowforged-Amulett. Ich bin verwirrt. Achso, mir werden nur die Feueramulette angezeigt. Ja, das ist natürlich dann. Moment. Wie kriege ich denn das hin? Ich glaube, wenn ich auf Fusion gehe und auf Kombinieren, werden mir dann auch die Dragonforged angezeigt. Ich glaube nicht. Ich glaube, Dragonforged kannst du nicht rein fusionieren. Das ist ja fies. Muss ich jetzt. Oder aber ich gehe nochmal und ziehe einfach meinem. Kann ich dem hier? Nein, kann ich bestimmt nicht. Kann ich dem hier so eine. Wie heißt sie? Dingsstahlrüstung, Mondstahlrüstung anziehen? Dann müssten ja eigentlich auch alle Schmuckstücke gehen. Die Mondstahlrüstung, die ich habe, sind aber voll schlecht. Also müssten die relativ weit hinten sein, wenn ich überhaupt noch eine habe. Wenn ich die nicht alle in Rüstungen zum Verbessern geschickt. Oh, sagt Zement. Ja, ich sollte mal wieder Rüstung. Na, da war doch was. Genau, wenn ich das jetzt anziehe, dann auf Ringe gehe, jetzt müssten alle kommen. Genau, und dann kommen hier die zwei Feuerringe. Wenn ich auf Amulette gehe. Ich habe doch ein. Na, wollte doch sagen, da sind zwei Stück. Also die zwei habe ich mit Mystik und Luft. Und das sind auch nochmal Betäubungsdingens. Und die Werte sehen halt schon richtig gut aus, finde ich. Also kann sich sehen lassen. Gut, hier sind es halt mehr Lebenspunkte, die hochgehen, aber trotzdem cool. Und dieses Betäuben. Holla die Waldfee. Ich habe jetzt meinen anderen Charakter damit ausgerüstet und ich kann euch nur sagen, das bringt wirklich massig mehr Schaden ohne Änderung beenden.
das bringt massig mehr Schaden, je nachdem, wie hoch halt die Fähigkeit ausgerüstet ist. Und ich denke halt, mit richtig Ringen und allem, da ist es kein Wunder, dass da Leute beim Raid richtig viel Schadenspunkte machen, ja. Also, das lohnt sich schon. Ist halt die Frage, wie kommt man an die Sachen dran und wie viel Geld gibt man aus und so weiter. Aber da kommen wir auch gleich zum Thema. Gehen wir hier hin, geht zur Truhe. Ja, schön wär's. Was ist das für eine? Mystic Luft, aber schöne Werte, ja. Die wären nett, aber wir machen das jetzt nicht. Da möchte ich gerne wieder meine Goldschlüssel ausgeben, wenn ich welche bekomme. Ja, die Pets sehen auch richtig nett aus, richtig toll. Habe ich aber nicht. 14 Schlüssel hier bis jetzt. Aber wir fangen natürlich mit den kleinen Schlüsseln an. So, springen. Ja, 15 Gems, ey, endlich mal wieder Gems bekommen, yeah. Gem-mäßig sieht es bei mir im Augenblick gut aus, ja, aber ich gebe im Augenblick auch nicht so viel aus. Ich hatte dann blöderweise auch gegen Ende des Raids nicht mehr so viel Zeit, sonst hätte ich vielleicht nochmal für Gems eine Gewinnstufe mir sozusagen erkauft. Oh, abgelenkt. Ihr hört es, ich bin schon wieder am Schniefen. Bin schon wieder ein bisschen krank. Oh. Ja, so ist das, wenn man alt wird. Ich kann euch sagen, das ist fürchterlich. So. Und bevor ihr fragt, ich fühle mich nur alt, aber man ist ja so alt, wie man sich fühlt, also bin ich dann auch so alt? Hm, egal. Ja. Gut, die 15 Gems, da haben sich die Truhen eigentlich schon gelohnt. Da brauche ich mich jetzt nicht zu beschweren, egal was jetzt noch kommt. Aber es wäre natürlich trotzdem schön, wenn von meinem Satyr-Set da jetzt natürlich das letzte Schmuckstück, was noch fehlt, drinne wäre. So, das sind die etwas interessanteren Kisten. Fusionsboost ist gut. Stern, Stahlrüstung, aber hier zweimal Erde, das ist auch super. Ich will ja auch meine Erdrüstung noch hochleveln, das passt dann. So, das war das. Jetzt kommen die noch interessanteren Sachen. Wisst ihr was? Ich mach das, also lass die jetzt nicht durchlaufen. Ich halte das nicht aus. Alles sehende Ägäis. Was hätte ich mich früher darüber gefreut? Also ein Schlüssel wäre schon ganz schön. 18 Gems sind natürlich klasse. Keinen einzigen Goldschlüssel. Boah, das finde ich dreist. Arktische Montur im Plus ist jetzt auch nicht so schlecht, aber ja, eigentlich überholt. Na komm. Ein Goldschlüssel. Ja, ein Goldschlüssel. Gut, man kann auch mit einem Goldschlüssel Glück haben. Na, wo müssen wir hin? Da. Mir würde ja ganz gut gefallen, wenn ich entweder hier im Plus, das wäre schon ganz nett. Erdrutschrüstung, ja, würde ich auch im Plus nehmen. Erde wäre ganz gut. Wasser, auch okay. Na, ja, wir machen einfach mal. Weil natürlich die Shadow Forge richtig cool wäre. Oder wir kriegen einfach eine alte Epic. Naja. Wie gesagt, ich habe mein Glück ja jetzt schon völlig überstrapaziert, wenn es auch auf einem anderen Account war. Was soll ich mich da jetzt noch drüber erdreisten? Ja, was wir noch gucken könnten ist, wie weit ich jetzt beim Heroic Mode bin. Wir haben jetzt noch 3 Tage. Ich könnte die Rüstung fertigen, werde ich aber nicht machen. Ich lasse mir lieber Fusionsboosts dafür geben. Da habe ich ehrlich gesagt mehr von. Ich bin im Augenblick dabei, das hier praktisch durchzumachen, damit ich hier noch die Schlüssel abfarmen kann. Und ich glaube, hier war ich durch, da war ich durch. Also im Endeffekt in 3 Tagen wäre noch das ganz. Das hier ist auch noch ganz zu machen. Ich glaube, hier habe ich auch noch einen, habe ich da. Also es wäre theoretisch machbar mit Freunden und was nicht alles. Aber ob ich das halt möchte, ist halt die andere Sache. Vor allen Dingen habe ich auch 572 Tränke. Das ist ganz schön viel. Ja, da wäre einiges möglich. Ja, von den Dings her, ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme lieber einen Freund mit. Wie weit waren meine? Na, vielleicht steige ich auf. Ich nehme keinen Freund mit. Level 800. Hätte mir das vor ein paar Monaten jemand gesagt, dass ich mal Level 800 bin, aber gut. Also ein paar Monaten, sagen wir mal vor 2 Jahren. Ich habe ja relativ lange gebraucht, bis ich damals auf 100 gelevelt hatte. Und danach hatte ich dann auch irgendwie so das Leveling war mir dann nicht mehr wichtig. Ja, Leute sind da ja richtig durchgegangen, haben Sachen abgefarmt und alles. Das habe ich ja leider alles nicht gemacht.
Ja, so im Nachhinein eigentlich schade. Vor allen Dingen, wo es noch richtig viele, wie heißen sie, Köder gab und so. Ja, hier nehme ich jetzt im Augenblick immer drei Leute. Weil eigentlich könnte ich auch hiervon einen nehmen, da brauche ich niemanden von. Was haben wir noch mit Erde? Haben wir was hier mit Lufterde? Jo. Nehmen doch den hier. Und da können wir den zum Beispiel nehmen. Und zum Beispiel den da. So aus der Gruppe in die Gruppe. Ja, passt. Also hier wäre natürlich schön, wenn wir da das passende Amulett dazu hätten und so weiter. Aber ich denke, es müsste eigentlich reichen. An Manpower. Meistens nehme ich dann eher noch einen guten Freund mit, weil ich gerade merke, es wird wahrscheinlich nicht reichen. Das ist ja sehr bedrückend. Hätte ich doch noch einen guten Freund mitnehmen sollen. Also guten Freund insofern, dass er halt stark ist. Wobei das jetzt auch mein Haupt doch reicht. Super. Ja. Im Endeffekt mache ich das jetzt auch nur noch zum Spaß weiter, weil mir war wichtig natürlich das Pet zu bekommen. Da will ich natürlich dann auch irgendwann nochmal eine Pet-Fusionsfolge machen. Aber da muss ich auch mal gucken. Gerade auf dem anderen Charakter muss ich da ja auch mal schauen, dass ich ein gescheites Wasser- oder Feuer-Pet bekomme. Wasser wäre natürlich am besten, weil ich habe ja zumindest die Wasser-Luft-Rüstung. So dass da Wasser dann auf beides gehen würde, dann könnte ich beide Rüstungen mitnehmen. Hatte ich mir so überlegt, ja. Wenn ich dann nicht noch irgendwie eine andere gute Feuerrüstung bekommen würde. Und so weiter und so fort. Ja, das können wir weglassen. Es gibt natürlich Leute, die auch in diesem Levelbereich beim Epic Boss noch nur zwei Items, sage ich schon, nur zwei Ritter nehmen. Die können es dann halt auch. Ich kann das nicht. Und ich denke, wir lassen das jetzt hier mal noch durchlaufen. Gucken mal, wie weit wir kommen. Also ich gucke, wie weit ich komme. So wäre es ja eigentlich richtiger ausgedrückt. Und danach, ja, machen wir Schluss für heute. Ja, doch, sieht doch machbar aus. Bin da, glaube ich, auch immer noch zu vorsichtig. Ja, ich habe mich noch nicht dran gewöhnt, jetzt gerade auch mit den Shadow Forge. Die sind schon stark, das kann man nicht anders sagen. Die sind schon richtig, richtig stark. Gut, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne auch mal in die Comments, ob ihr was Besonderes sehen wollt, ob ihr irgendwas mal wissen wollt, ob ich ein bestimmtes Thema mal bearbeiten soll. So ein paar Themen mag ich auch nicht, aber das würde ich dann halt auch entweder dann zum Comment dazu schreiben oder dann auch mal sagen. Ansonsten noch der Hinweis, ich habe angefangen jetzt Folgen von Subnautica hochzuladen. Ist sehr empfehlenswert, solltet ihr euch mal angucken. Ist ein richtig cooles Spiel, tolle Grafik. Ich war da, glaube ich, in der ersten Folge auch noch ein bisschen aufgeregt, euch das alles zeigen zu wollen. War ein bisschen planlos oder so wie immer eigentlich, ja. Guckt da einfach mal, ob euch das gefällt. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss, bis dann, euer Eid.